Ja, komm, komm, mach mal zu. Freddy Tiffels und Moritz Seiler bei mir. Wahnsinn, was seid ihr eigentlich für eine krass coole Truppe, Freddy? Und dann das Ding im letzten Moment, wo es dann wichtig war, auch nochmal zum Tor gezogen und eingeschweißt, oder? Was sind das für Momente? Ja, unbeschreibliche. Danach, die Feier war brutal, einfach rumgesprungen. Ich glaube, ich bin da 10-mal hochgesprungen, alle einfach rein, kaum noch Luft bekommen. Was ein geiles Gefühl. Wahnsinn, hat man auch gemerkt. Moritz, es ist Wahnsinn, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Auch heute wieder diese Resilienz. Ihr habt wieder alles reingeworfen, nie aufgegeben. Was ist das für ein geiles Team? Ja, ist unglaublich. Viele, viele Leute haben uns vor der WM schon abgeschrieben. Denen haben wir es jetzt erstmal gezeigt. Wir haben eine Medaille sicher und jetzt sind wir einen Schritt entfernt davon, noch mehr Geschichte zu schreiben. Und jetzt muss man ganz klar sagen, Moritz Seiler, kurz abgesagt, Überlegungen waren nicht ganz klar wegen Körper. Dann haben sie doch zugesagt, eine bessere Zusage kann man eigentlich nicht gemacht haben, oder? Jetzt im Nachhinein. Ja, die Jungs haben mich sehr, sehr gut aufgenommen. Ich war sehr, sehr glücklich, hatte ein bisschen Rost auch an mir kleben und freue mich jetzt hier mit den Jungs im Finale stehen zu können. Wahnsinn, erste Medaille, WM-Medaille natürlich, seit 70 Jahren für Deutschland. Also das ist schon mal einiges, oder? Ihr seid historische Jungs, jetzt schon. Soll noch einen Schritt weitergehen, ist mir klar, aber den Moment darf man ja auch kurz genießen. Ja, auf jeden Fall. Wir genießen den. Ich denke mal, das haben wir schon draußen gesehen und ich glaube, gerade in der Kabine wird auch noch einiges oder einige am Feiern sein, ne? Aber es war auch eine taffe Partie, muss man sagen. Wie schwer war das, auch immer wieder versuchen, Chancen zu kreieren? Die USA hat euch oft auch das Leben schon durchaus heute sehr, sehr schwer gemacht. Ja, auf jeden Fall. Die USA ist eine Top-Nation, Top-Eishockey-Mannschaft. Und ich glaube auch nochmal, dass wir nach dem 2-0 super zurückgekommen sind. Wir haben uns nicht aufgegeben. Ich glaube, nach 4 Minuten stand es 2-0. Und es spiegelt so ein bisschen vielleicht den Verlauf des Turniers wieder am Anfang. 3 Niederlagen in Serie sind zurückgekommen und heute wieder zurückgekommen. Einfach unglaublich stolz auf die Mannschaft und ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir das Spiel morgen spielen können. Man könnte auch sagen, Deutschland verliert nie 2-mal gegen denselben Gegner in einem Turnier. So muss man das nehmen. Aber Mo, Wahnsinn. Also wir haben es ja gerade auch schon so ein bisschen besprochen. Diese Schwierigkeit heute, immer wieder dran zu glauben, auch immer wieder sich die Chancen zu erarbeiten. Es war ein taffer Gang heute, oder? Absolut. Ich glaube, wir waren ein bisschen überwältigt von unseren eigenen Erwartungen, von unseren eigenen Emotionen, haben dann relativ schnell wieder Anschluss ans Spiel gefunden und waren wirklich im dritten Drittel sehr dominierend, haben nicht viel hinten dem Gegner gelassen und haben vorne unsere Akzente gesetzt. Und ich glaube, jeder in der Kabine oder auf der Bank hat die ganze Zeit dran geglaubt. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus und jetzt stehen wir im Finale. Und spielt um Gold gegen Kanada. Geht ja auch kaum cooler, oder? Absolut. Jetzt sind wir 60 Minuten oder ein bisschen mehr davon entfernt, Weltmeister zu werden. Und jetzt werden wir uns, glaube ich, gut auf den Gegner einstellen, unsere Routine wie immer machen. Und jetzt haben wir noch ein K.O.-Spiel, wie quasi alle Spiele, die wir bis jetzt gespielt haben. Und hoffentlich können wir das auch noch gewinnen. Und bei allem Respekt logischerweise vor dem Gegner, den man haben muss, dann auch gegen Kanada. Aber Nico Sturm hat das beim letzten Spiel gesagt, warum nicht jetzt auch noch 2 Spiele gewinnen, oder? Ja, sehe ich. Jetzt nur noch 1 davon, logischerweise. Ja, nee, sehe ich genauso. Ich denke mal, das haben wir heute auch wieder bewiesen. Muss natürlich vieles klappen. Wir brauchen Matthias, der hinten super hält, die Verteidigung, die super spielt. Vorne auch ein bisschen Glück auf der Schaufel. Und wenn wir das alles in einen Pott machen, dann haben wir die Chance zu gewinnen. Dann macht das doch einfach. Danke. Glückwunsch nochmal. Mega, Jungs. Super. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.